Sache. Wenn man da nicht mehr reinkommt, ist dumm. Ich meine, dass man da nicht einfach so reinkommt, ist klar. Es ist immerhin eine Burg, aber ich meine, komm schon. Wenigstens das Tor könnten sie aufmachen. Wie komme ich denn da rein? Verdammt nochmal. Jetzt bin ich aber sauer. Fühle ich mich leicht verarscht. Dass ich da nicht wirklich reinkomme. Irgendwie muss es doch da hochgehen. Ich verstehe es halt nicht wirklich. Ich meine, was bringt's, hier jetzt die ganze Zeit umherzulaufen? Ich komme da sowieso nirgends rein. Kannst aber von hier unten her kommen, aber es macht es auch nicht besser. Genauso Müll. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Kennt ihr eigentlich Pokken? Beziehungsweise Pokémon-Hecken? DX für die Switch. Habt ihr euch das schon mal angeguckt? Nein? Ja? Vielleicht? Irgendwas? Ja, ich fand's gut. Das ist doch schon... Aua. Damit kann man doch mal arbeiten. Wundert mich, ich habe den Justin noch gar nicht gesehen. Weiß da jemand was? Der hat aber auch nicht Tschüss gesagt. Der hat sich aber auch nicht abgemeldet oder so. Boah, ich krieg schon wieder Hunger. Aber ich habe hier noch eine halbe Pizza rumstehen. Internet ist wieder da. Ja, geilo Milo. Schön, dass du wieder da bist, Justin Mustin. Autsch, das hat wehgetan. Ich weiß echt nicht, wo wir jetzt das letzte Mongolengebiet hier finden können. Bin da echt überfragt. Also gar nicht, was hier noch alles läuft. Und das jetzt die Küste ist. Nehmen wir doch gleich mal einen dicken Pfeil hier. Jetzt du still! Oh, noch so!
Lümmel. Diese Lümmel, die diese. Rettet mich! Ja, machen wir doch. Bald seid ihr frei. Gut, gut, soweit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon auf einer. Frisch Lebt aufgenommen. Wohl. Scheiße. Noch mal kurz das auf Toilette. Und nochmal den. Rest Pizza essen, aber 50 Vorräte, nicht schlecht. Aber ich weiß immer noch nicht, wo noch ein Gebiet hier in Isuhara ist. Vielleicht wirklich hier am Rande? Das könnte hinkommen. Das sieht nämlich hier so aus. Komoda Meeresarm. Oder hier der Hain. Da ist nämlich auch relativ wenig los. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwas ist. Metroid hatten wir nach 4:30 Ingame-Time durch bei Sascha. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette und ja, kann ich jetzt die Aufnahme nicht pausieren, weil es gerade auf... Ja. Selbst Amaterasu konnte sich nicht befreien. Wieder schnell. So, da bin ich auch wieder. Wer kann nun also den schweren Modus spielen? Ich habe jetzt ein krasses Déjà-vu. Ich meine, das hatten wir schon immer, diese Diskussion. 37. Ja, ne? Frage ist jetzt nur... Machen wir weiter Ghost of Tsushima? Oder wollen wir das Spiel wechseln? Weil ich habe wieder genug. Ich habe wieder genug Parts, theoretisch. Das Ding macht bei 40. Nein, Justin, ich habe dir schon mal gesagt, dass ich das nicht mache. Mal ganz kurz überlegen. Ich bin jetzt 1,5 Minuten am Stream.
Am Aufnehmen? Das Ding müsste bald schon gerade machen. Nee, seit 10 Minuten bin ich am Aufnehmen, okay. Ah, dann haben wir es einfach mal durch den Reis, passt schon. Interessant. Hatten wir Dread eigentlich im Stream komplett durch? Das oder... Hatten wir das nach dem Stream durchgezockt? Ich meine, wir hätten es nach dem Stream durchgezockt, ne? Also ich weiß nicht, wo das letzte Mongolengebiet ist. Ich find's nicht. Ich finde es nicht. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, sogar so ein bisschen am Komoda Meeresarm, aber irgendwie. Nee. Ich könnte jetzt gucken, wo es noch Rauch rauskommt oder. Also hier. Da, aber irgendwie. Kaeda Meeresarm. Oder hier. Das Blöde beim Metroid Dread schwer ist halt, dass sich alles einfach one-hittet. Unabhängig vom Gegnertyp. Also, ist das Quatsch, das irgendwie zu verlangen. Wenn ich das Normale schon schwer finde und dann, ja, jetzt mich aber dieses Hardcore-Durchspiel, da darf es einfach nicht getroffen werden. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, das auszuwählen, wenn man, obwohl man weiß, dass man es nicht schaffen wird, ist halt dumm. Hallo Bea. Alter, ich hab den Bär gekillt, der den Kollegen gefressen hat. Ich muss mal ein bisschen dankbar sein, du Arschloch. Aber nein, Hauptsache Stress machen. Haben die Räuber echt noch diese zwei Typen hier gekillt? Da hinten ist noch irgendwas. Na komm her. Du Mümmelmann. Ich hab dich gesehen. Ganz schwor will ich nicht verstecken, du Lappenlurch.
weißt du was? Diese Sprengpfeile sind geil. Die sind lustig. Schon wieder ein Fuchsbau. Den haben wir noch gar nicht entdeckt. Ja, wo bringst du mich diesmal hin? Hm? Wo bringt mich denn der kleine Justin diesmal hin? Was ein Sprung. Durchs Wasser. Mensch, Mensch, Mensch. Hier zu dem Fuchsschrein. Aha. Muss er hin? Keine Streicheleinheit abholen. Okay, das war lustig. Ja, ja. Ganz schön hibbelig, der Kleine. Was haben wir hier? Säule der Ehre. Unsichtbaren Sturms. Das ist okay. Autsch. Autsch. Nicht gut. Ist sie noch am Leben? Nee, ne? Die alte sieht ziemlich finale aus. Aber dass sie noch stehen kann. Bei dem kann ich mir vorstellen, dass er so an die Wand genagelt ist, aber hier auch. Aber die sah doch noch ziemlich lebendig aus. Naja, wer weiß. Leichenstarre oder so. Hm. Also ich meine, ich könnte jetzt hier überall nochmal in die Dörfer reisen. Aber ich wüsste nicht. Was das bringen soll. Legendenerzähler von mir aus. Achim, wir könnten heute, wenn es schneller gegangen wäre. Hätten wir auf jeden Fall noch mal was machen können. Also das neue Gebiet und so. Aber scheinbar sagt das Spiel nein. Oder es geht nicht weiter. Das kann natürlich auch sein. Aber das müsste eigentlich hier jetzt ziemlich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Kleinigkeiten hier noch was zu finden ist. Hm. Keine Ahnung. Bin ich überfragt. Ich hörte, die Mongolen bringen Schmiede in ihre Lager und zwingen in diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr.
Ich wäre euch gern zu Diensten. Sprengfallkapazität. Geil. Ich hoffe, das mit. Hilft. Bis bald. So. Option, machen wir mal. Speichern. Ich kann das nicht. Ich kann niemanden töten. Na gut, Leute. YouTuber, mach's gut. War cool. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Haut rein. Tschüss.